So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück bei Division, der Kalle für euch am Mikrofon. In der letzten Folge waren wir mit dem guten Flo unterwegs aus der Community, aus dem Konsolengrill. Und heute würde ich gerne mal wieder ein kleines bisschen alleine so leveln, mal gucken, was wir an Aufträgen rumkriegen. Ich würde sagen, wir holen uns hier erstmal Einsatzbericht anfordern. Okay, also du bist ein Division-Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? So, das war's anscheinend schon. Okay. In Ordnung, meine Lieben. Ich würde gern mal... wo können wir denn hier was machen? Wir waren schon in der Dark Zone. In der letzten Folge haben wir ja gesehen. Und jetzt würde ich gerne mal so ein paar Nebenaufgaben noch machen. Hier ist ein Einsatz. Was haben wir denn hier? Flügelausbau, Einführung. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den doch. Wo müssen wir da hin? Da geht's lang. In Ordnung. So. Einführung Flügelausbau. Ja, da waren wir doch schon. Ah, Einsatz U-Bahn Leichenhalle abschließen. In Ordnung. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen schauen. Ich blicke hier immer noch nicht so wirklich durch. Hier gibt's doch auch Nebenmissionen. Echo. Einsatz. Das haben wir abgeschlossen. Was haben wir hier? Werkzeug. Und hier ist ein Nebeneinsatz. Die würde ich gerne mal machen. Okay. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. In Ordnung. Ich würde nämlich jetzt gerne mal, wir sind momentan Stufe 6 oder Level 6, ich würde da gerne ein bisschen aufsteigen, dass wir hier nicht so extrem hinterherhängen. So, würde ich sagen, wir schauen mal, es ist wieder dunkel. Und gucken mal, was die Nebenmission für uns bringt. Es wird dann wieder, so zwischendrin wird es immer mal wieder Folgen geben, wo ich dann mit Flo oder mit anderen Leuten aus der Community noch vielleicht noch zusammen ein bisschen daddel. Das werde ich dann auch... ja, das läuft dann halt einfach so zwischenrein. Ganz klar auch die Folgen, wo ich mich dann in der Dark Zone vielleicht mal mit den anderen Jungs ein bisschen rumtreibe. Aber ansonsten möchte ich doch dann hier schon so ein bisschen die Hauptstory auch vorantreiben. Ganz klar. Dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Jetzt schauen wir erstmal, was der Nebeneinsatz für uns heißt. Die Nachschubzone erreichen. Okay. Vielleicht soll ich auch mal ein bisschen drauf schauen, so von wegen, welche Stufe man haben muss, um die einzelnen Missionen abzuarbeiten. Nachschub verteidigen. Okay. Jetzt kommt es drauf an, aus welcher Richtung die kommen. Eintreffende Gegner. Kommen da hinten. Warnung. Ware wird beschossen. Ah ja, hier. Gut, den haben wir. Boah. Was ein Pisser. Komm ran, du. Du kommst nicht durch. Er kratzt du ab, glaubst du mir. So. Da kommen doch garantiert noch mehr. Eintreffende Gegner. Wollte ich schon sagen. Kommen sie von da hinten. Oh. Warnung, Ware wird beschossen. Boah, was ist mit dir, Alter? Oh, shit. Darf's denn wahr sein? Boah, schon wieder hier total am Noopen. Ich brauche nur ein Schlückchen Kaffee, meine Lieben. So, machen wir den ganzen Spaß nochmal. Ach, die Jungs sind noch da, okay. Ah, shit, die machen die Nachschub.
den kaputt, ey. Die Dödel. Alter, was ist denn mit ihm? So. Boah. Geht ja schon wieder steil ab hier. Warnung, eintreffende Gegner. Okay, wo? Ei, 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 wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Radar wird auch nichts angezeigt. Da oben. Bist du böse? Nö. Warnung, Ware wird beschossen. Ja, von wo denn? Ich sehe nichts. Bin ich jetzt blind oder wie? Da hinten. Ah, die Dödel. Ich soll vielleicht auch mal da vorlaufen, ne? Wo die Ware auch tatsächlich ist. Okay. Eintreffende Gegner. Von wo kommen sie jetzt? Ich glaube, die kommen jetzt wieder da oben, ne? Tatsächlich. Ah, man muss ja immer zu verschiedenen Stellen. Ach, nein, ey. Boah, bin ich so noobig, meine Lieben. Es darf nicht wahr sein. Ich kacke hier voll ab. Wie gesagt, verzeiht mir auch, wenn ich zwischendrin immer ruhig bin. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Das ist echt alles gar nicht so einfach hier. So ein Game zu daddeln, nebenher noch so ein bisschen dabei rumzuerzählen. Boah, die machen alles kaputt. Wie viele Anläufe ich immer brauche für die einzelnen Missionen, das ist ja echt grausam. So, war's das jetzt? Ah, Mission wählen, wahrscheinlich müssen wir es jetzt nochmal machen, ne? Weil ich so abgelost hab. Sterbeort. Kann ich da eigentlich da noch was rausholen? Wenn ich hier irgendwo gestorben bin. Und da hinten gibt's noch was. Gut. Wenn ich hier einen Sterbeort habe, gibt's denn da noch was zum Abgreifen? Nö, wird einfach nur angezeigt. Okay. So, da haben wir den Sterbeort. Da haben wir das. Da bin ich. Das gibt's doch nicht. Irgendwie blicke ich das immer noch nicht so wirklich. Was ist das denn eigentlich? Werkzeug. Wir laufen da mal hin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier die Mission geschafft habe oder nicht. Ich will jetzt aber wissen, was da Werkzeug heißt. So.
So, in Ordnung. Gottes Willen bin ich schlecht, ey. Okay, ist überholt. Müssen wir auch mal schauen, dass wir hier mein Inventar mal ein bisschen durchforsten. Aber ich will jetzt auch erstmal ein bisschen im Level aufsteigen, dass ich da noch gewisse Sachen... Ich habe nämlich eine coole Waffe gefunden in der Dark Zone, die ich gerne nutzen würde. So, jetzt sind wir hier. Werkzeug. Und was... hier müssen wir hin, oder? Hier ist irgendwo Werkzeug. Da! Ah, okay, das sind dann so Teile auf der Karte, die man finden kann. Sehr schön. Da ist der Nebeneinsatz. Ja, den müssen wir nochmal machen. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. Sehr schön. Und jetzt will ich hier aber erstmal noch meine... Genau. Granaten auswählen. Beim Abschluss von Nebeneinsätzen werden sie mit... Na, war zu schnell weg. Ja, hier steht aber noch Talent nicht zugewiesen. Ich will jetzt wissen, was das heißt. Inventarfähigkeiten. Talente. Sie haben nicht zugewiesene Talentplätze. Wählen Sie ein Talent und weisen Sie den Platz zu. Okay. Schock und Scheu. Einen Gegner unter Sperrfeuer zu nehmen, steigert die Bewegungsunfähigkeit 10 Sekunden lang um 25%. Kampfkumpel. Einen ausgeschalteten Agenten wiederbeleben. Aha. Ja, nehme ich erstmal das hier, ne? Okay. Alles klar. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir die Mission hier, die Nebenmission, abschießen. Als erstes kommen sie von der Seite. Das heißt, wir gehen hier irgendwo dezent in Deckung. Hier am besten. Da sind sie schon. Warnung, eintreffende Gegner. Der mit seiner Scheißnachladerei. Okay. Komm her, du Kasper. In Ordnung. Eintreffende Gegner. Jetzt kommen sie von hier. Meine ich, ja. Da ist schon einer. Es wird unser Vergnügen. Ich will dich bluten sehen. Verliert keine Zeit. Alter. Das ist nur einer. Pack ihn. Alter! Gib mir eine Sekunde! Ich brauche zwingend bessere Knarren. Ganz zwingend. Boah. So, jetzt geht's da unten weiter. Da kommen sie. Knipst ihm das Licht aus. Das alles gehört. Wir müssen ihn aus der Deckung holen. Die bringen uns um. Gott. Sehr schön. Diesmal klappt's.
So, und jetzt? Warnung, eintreffende Gegner. Okay, jetzt da vorne wieder. Wo sind die denn jetzt wieder? Boah. Alter! Das ist doch echt scheiße, ey. So schnell kannst du gar nicht reagieren. So. Ist nur noch der eine da, oder? Wo ist denn noch einer? Oh. Wo ist denn der Knallkopf jetzt? Wow. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Ja, hab ich auch. Zweimal. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Okay. Im zweiten Anlauf geschafft. Sehr schön. So, jetzt sammeln wir erstmal noch die ganzen Sachen ein. Gibt's sonst noch irgendwo was? Nein, scheint nicht so. Da vorne noch? Gucken wir da nochmal. Ah, da liegt noch was. Sehr schön. Munition. Und was ist voll? Na, der hat doch noch was, oder? Nö, doch nicht. Okay. Aber das sieht hier richtig cool aus. Da müssen wir gerade mal schnell einen Screenshot machen, meine Lieben.